Der 6. Februar ist Wahltag in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. In gleich 4 Mitgliedskommunen wird ein neuer Bürgermeister bestimmt. Während in Alsdorf Amtsinhaber Carsten Patz, ebenso in Bornstedt der Amtsinhaber Lars Rose keinen Gegenkandidaten haben, bewerben sich in Helbra und Bendorf jeweils 2 Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters. So fanden in diesen beiden Gemeinden Vorstellungsrunden statt. Moderiert wurden sie von Norbert Born, dem Verbandsbürgermeister, dem aufgrund seiner Stellung auch die Funktion des Wahlleiters zukommt. Die Bendorfer Kandidatenrunde fand am 25. Januar im Kulturhaus statt. Dort präsentierten sich die Bewerber Matthias Jentsch für die Freien Bürger Mitteldeutschlands und der unabhängige Kandidat Christian Rothe den zahlreich erschienenen Wählerinnen und Wählern. Unter ihnen auch Amtsinhaber Mario Zanirato, der aus Altersgründen nicht mehr antritt. Nach einer kurzen Begrüßung übergab Herr Born das Wort zur Vorstellungsrunde zunächst an Matthias Jentsch. Ja, liebe Bendorferinnen, liebe Bendorfer, lieber Norbert Born, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier in unser Kulturhaus gekommen sind. Mein Name ist Matthias Jentsch, ich bin gebürtiger Bendorfer, ich bin 48 Jahre ledig, lebe in einer Partnerschaft und arbeite als Logopäde. Die meisten von Ihnen kennen mich vielleicht noch aus der Schule oder als Sohn meiner Eltern, Günther und Eva Jentsch, oder als guten Nachbarn und Freund oder als Schauspieler von der Bühne oder als aktives Mitglied des Festkomitees 900 Jahre Bendorf. Heute möchte ich mich Ihnen als Bürgermeisterkandidat für unser Bendorf vorstellen. Ich sage unser Bendorf, denn seit letztem Jahr bin ich wieder offiziell Einwohner von Bendorf. Wie einige vielleicht wissen, habe ich den Bauernhof der Familie Dörre in der Chausseestraße gekauft und habe vor, in den nächsten Jahren dort vieles umzusetzen. So soll dort in diesem Jahr meine eigene Logopädie-Praxis eröffnen und perspektivisch möchte ich dort ein Café für unser Bendorf eröffnen. So wie ich Sie dann später in meinem Café einladen möchte, so möchte ich Sie heute Abend hier einladen, mich kennenzulernen. Ich habe in Bendorf die POS Tamara Bunke besucht und meine Berufsausbildung zum Elektriker 1993 habe ich im Walzwerk Hettstedt abgeschlossen. Danach habe ich Umweltschutztechnik in Weißenfels studiert und im Anschluss 2 Jahre im staatlichen Amt für Umweltschutz in Halle gearbeitet. So, wer Bendorfer Familien kennt, der weiß, dass da auch viel gefeiert und gesungen wird, sicherlich auch in Ihren Familien. Und so blieb es nicht aus, dass ich im Jahre 2000 meine bisherige Laufbahn änderte und nach Berlin zog und auf die Schauspielschule ging und seitdem als Schauspieler unterwegs bin. Tja, mit Ende 30 fängt man dann an, zumindest habe ich das, sein Leben zu hinterfragen und sich damit zu beschäftigen, was denn noch kommen soll. Dafür habe ich mir 800 Kilometer lang Zeit genommen und bin den gesamten Jakobsweg in Spanien gelaufen. Danach änderte sich für mich fast alles. Es wurde mir klar, was mir in Zukunft wichtig ist, nämlich die Familie und die Menschen. Ab da begann ich jedes Wochenende, meine Eltern, die hier in Bendorf leben, und meine Heimat zu besuchen, unseren riesigen Garten zu pflegen und zu bewirtschaften. Ich denke, der eine oder andere wird unser riesiges Grundstück kennen. Bei 6000 Quadratmetern hat man einiges zu tun. Ja, und das habe ich immer mit großer Leidenschaft gemacht. 2013 habe ich dann noch eine Ausbildung zum Logopäden gemacht und arbeite seit 2016 als staatlich examinierter Logopäde mit viel Leidenschaft für meine Patienten. In den letzten 10 Jahren begann ich mich verstärkt ehrenamtlich in unsere Gemeinde zu engagieren. So zum Beispiel in unserer evangelischen Kirche und seit 2018 im Festkomitee zu unserer 900-Jahr-Feier,
in der ich mich vor allem um die kulturellen Veranstaltungen und mein Hauptprojekt 900 Bäume für 900 Jahre Bendorf einsetze. Wir hoffen alle, dass wir in diesem Jahr unser Jubiläum feiern können, denn gerade heute haben wir im Organisationsbüro wieder an der Gestaltung und der Absicherung des Festumzuges gearbeitet. Und ich kann Ihnen versichern, es wird ein unvergessliches Fest werden. Also wir werden es auf alle Fälle alle wiedersehen, egal wie die Wahl ausgeht. Das Organisationsbüro und auch das Festkomitee freuen sich auf zwei große, tolle Wochenenden im Mai mit Ihnen. Sie sehen, ich war nie wirklich weg und versuche die Sachen, die ich gut kann, hier in die Arbeit für unsere Gemeinde einzubringen. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, bin ich ein sportlicher Mensch und bewege mich gerne in der Natur und gerade hier in und um Bendorf herum kann man das sehr gut machen. Meine Leidenschaft für die chinesische Kampfkunst Tai Chi hilft mir, ausgeglichen, ruhig und besonnen zu sein. Meine Erfahrungen als Therapeut helfen mir, offen und zugewandt den Menschen zu sein und ein guter Zuhörer zu sein. Ich bin kreativ im Denken und hinterfrage gerne die Dinge. Ich weiß, und Sie wissen das auch, ich bin ein politischer Neuling. Ich bin politisch nicht verbraucht. Aber ich bin sehr daran interessiert, die Dinge zu verstehen, um sie dann den Bürgern Ihnen zu erklären. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet, sagt Alan Kay. Was möchte ich für Bendorf in den nächsten 7 Jahren erreichen? Ich möchte Bendorf zum Wohlfühlort für mehr Familien und Kinder machen. Wie stelle ich mir das denn vor? Für mich gehört dazu, dass unser wunderbarer Kindergarten Busteblume erhalten bleibt und weiterhin gerne von den Familien in Anspruch genommen wird. Dass die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Gemeinde fortgeführt und intensiviert wird. Auch mit der Sekundarschule, die inzwischen die größte im ganzen Landkreis ist, sollte der Kontakt ausgebaut und verbessert werden. Dann wäre zu überlegen, ob wir das ganze Dorf zu einer Tempo-30-Zone machen, damit wieder mehr Kinder draußen und ohne Angst spielen können. Außerdem ist die Erneuerung der Spielplätze im Neubau anzugehen und ein neuer Spielplatz im alten Dorf zu errichten. Für die Eltern der Kinder ist es wichtig, dass Bendorf weiterhin attraktiv zum Wohnen bleibt und wird. Ich möchte den älteren Menschen eine Heimat geben, in der sie sich eingebunden und gebraucht fühlen. Wie stelle ich mir das denn vor? Was brauchen ältere Menschen? Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche dazu geführt und habe eine große Sehnsucht nach mehr Möglichkeiten, sich zu treffen oder zum Einkaufen oder zum Ausruhen auf einer Bank oder nach mehr Kultur gespürt. Hier werde ich mich als gewählter Bürgermeister dafür einsetzen, dass wir diese Sehnsucht gemeinsam stillen. Zum Beispiel wieder mehr Feste feiern, mehr Bänke im gesamten Dorf aufstellen, die Toilettensituation auf dem Friedhof neu denken. Die Sicherheit gerade der älteren Menschen auch durch Tempo 30 im gesamten Dorf zu erhöhen und das gastronomische Angebot und Einkaufsangebot zu verbessern. Ich möchte wieder eine eigene freiwillige Feuerwehr mit einer Kinder- und Jugendfeuerwehr aufbauen. Wie stelle ich mir das denn vor? Ich weiß, dass hier sehr viele Vorbehalte und gleichzeitig Wünsche da sind. Unsere Bendorfer Feuerwehr war früher eine tragende Säule unserer Dorfgemeinschaft. Sie war zuerst da, wenn es brannte, organisierte Feste und Umzüge, war wichtig für den sozialen Zusammenhalt und die Traditionen unserer Gemeinschaft. Durch den Zusammenschluss mit Kloster Mansfeld wurde alles geändert und unsere eigene Feuerwehr mit eigenem Wehrleiter hörte auf zu existieren. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, gerade in der heutigen Zeit eine neue Ortsfeuerwehr aufzubauen. Da spielen Personen und Finanzen eine große Rolle. Geben Sie mir bitte die Chance, in den nächsten 7 Jahren dieses Ziel anzugehen. Ich weiß, ich habe eine große Familientradition, mein Opa Werner war Wehrleiter nach dem Krieg hier in Bendorf und vielleicht wären auch unsere Ahnen glücklich, wenn wir wieder eine Dorffeuerwehr haben. Ich hoffe da auch stark auf die Unterstützung der Verbandsgemeinde.
Ich möchte das Sportlerheim neu verpachten. Was habe ich da vor? Das Sportlerheim war früher nicht nur ein Ort des Sportes, sondern auch der Gastlichkeit und der Dorfkultur. Ich möchte gemeinsam mit den dort trainierenden Sportvereinen und allen anderen Sportvereinen reden, um gemeinsam herauszufinden, wie denn eine neue mögliche Neuverpachtung aussehen könnte, damit auch dort wieder Leben einziehen kann. Ich möchte die Vereinsarbeit insgesamt sichtbar machen. Wie soll das aussehen? Wir haben in Bendorf eine lange Tradition von Vereinsleben, Sportvereine, Schützenvereine, Heimatverein, Bergwerksbahnverein und andere Vereine. Das rege Leben in diesen Vereinen wurde in den letzten Jahren immer weniger. Ich möchte einen runden Tisch für die Vereine ins Leben rufen, um sich gemeinsam stärker zu vernetzen, gemeinsam Veranstaltungen, Aktionen und Feste zu planen. Ich denke da an jährliche Veranstaltungen wie Sportlerball, Schützenball, Feuerwehrball und so weiter. Der Heimatverein macht das ja in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich. Und in diesem Jahr wird es durch die Sportler ein Familienfest auf dem Sportplatz geben. Sowas möchte ich jedes Jahr haben. Man kann ausprobieren und die Sportvereine kennenlernen. Ich möchte das kulturelle, gastronomische und touristische Angebot weiterentwickeln. Wie stelle ich mir das vor? Im Bereich Kultur gab es bis jetzt ein gutes Angebot durch den Heimatverein. Aber unser Kulturhaus, in dem wir uns heute befinden, steht an vielen Tagen und Wochenenden des Jahres leer. Hier würde ich mich für ein neues Nutzungskonzept einsetzen, um zum Beispiel den Saal stärker für die Vereine zu öffnen, regelmäßige Veranstaltungen stattfinden zu lassen und ein neues Nutzungskonzept für den Kulturhausgarten erarbeiten. Zur Gastronomie habe ich bereits was zur Neuverpackung des Sportlerheims und die Eröffnung meines kleinen Dorfcafés erwähnt. Das touristische Angebot möchte ich in Zukunft stärker bewerben und einladen, Zeit in Bendorf zu verbringen. Das Radwegenetz wird hier aktuell ausgebaut und auch hier werden wir als Gemeinde eingebunden. Unser Bahnhof sollte in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. Der Hof der Gewerke als großer Besuchermagnet soll den nächsten Generationen erhalten bleiben. Ich möchte neue Bestattungsformen auf unserem Friedhof schaffen. Was meine ich damit? Ich möchte zum Beispiel auf unserem Friedhof ein halb anonymes Urnenfeld eröffnen. Die Lebensleistung der Menschen, die hier in Bendorf gelebt haben, darf nicht in der Anonymität verloren gehen. Friedhöfe sind Teil unserer Kultur und ein wichtiger Teil unserer Dorfgemeinschaft. Man trifft sich dort und möchte sich erinnern. Das geht aber nur, wenn man weiß, wer da liegt. Ich möchte mehr Bäume pflanzen und eine Streuobstwiese anlegen. Wie geht das? Als Schirmherr unserer Baumpflanzaktion 900 Bäume für 900 Jahre Bendorf kann ich Ihnen sagen, wir sind schon gut vorangekommen. Schon mehr als 150 Bäume wurden vor allem im privaten Bereich gepflanzt. Aber wir als Kommune können da noch mehr machen. Jeder Baum, der gefällt wird, muss, wenn es geht, durch zwei ersetzt werden. Bei freien Gemeindeflächen sollte überlegt werden, dort eine Streuobstwiese anzulegen. Jeder, der neu nach Bendorf zieht, pflanzt dort einen Baum und wird so Teil unserer Gemeinschaft und unserer Werte. Nachbarschaftlichkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Respekt. Liebe Bendorferinnen und liebe Bendorfer, ich möchte alle Generationen, die in Bendorf leben, darin unterstützen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig bei der Bewältigung der Alltagsangelegenheiten zu helfen. Helfen Sie mit und geben Sie mir am 6. Februar mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen. Vielen Dank und Glück auf! Dann war Christian Rothe an der Reihe. Liebe Bendorfer, liebe Bendorferinnen, liebe Gäste, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserer Vorstellungsrunde. Am Wochenende, nachdem der Zeitungsartikel erschienen war, wurde ich im Edeka-Markt gefragt, bist du Bendorfer? Jetzt stellt sich mir die Frage, wann ist man Bendorfer? Ist man Bendorfer, wenn man hier geboren ist, hier zur Schule gegangen ist? Oder ist man Bendorfer, wenn man jetzt seit mehr als 30 Jahren hier wohnt, Kindergärten unterstützt, die damalige Jugendfeuerwehr unterstützt? Wann ist man Bendorfer? Ich möchte mich jetzt erstmal vorstellen. Zu meiner Person, ich bin Baujahr 77, in der Lutherstadt Eisleben geboren. Da bin ich dann auch zur Schule gegangen
und bin dann 1993 nach Bendorf gezogen. Na, ich habe die frühere Zeit von meinem, ich sag mal, ersten Lebensjahr bis zum sechsten hier in Bendorf verbracht. Die einen oder anderen kennen mich. Ich bin bei meinem Opa, der war ABV hier im Dorf, immer Streife gelaufen. Na, war bei der Frau Wäscher einkaufen, bei der Frau Schmidt einkaufen, war im Kino. Also ich war als Kind schon hier als Bendorfer, habe dann auch als Kind mitgeholfen, diese Gemeinschaftsantennencreme zu butteln, sage ich jetzt mal. Ja. Und somit zog es mich halt immer wieder nach Bendorf. Die Schule musste ich leider in Eisleben besuchen, weil meine Eltern halt Eisleber waren, notgedrungen. Und nach der Schule bin ich dann gleich wieder nach Bendorf ausgewechselt. 1993 verstarb mein Opa leider und da bin ich dann bei meiner Oma ins Haus gezogen und habe von da aus dann meine restlichen Schulbesuche bestritten, beziehungsweise dann meine Lehre. Ich habe dann 1994 die Lehre zum Lackierer gemacht, in der Lackiererei Werker hier in Siersleben und bin dann 1999 zur Bundeswehr gegangen. Diese habe ich dann auch 12 Jahre lang besucht, die Bundeswehr, und bin dort als Hauptfeldwebel der Reserve entlassen worden. Während meiner Bundeswehrzeit plante ich dann schon meine Selbstständigkeit in Sangerhausen, wo ich 2009 eine Lackiererei gründete, ein kompletter Neubau, den ich mit einem Geschäftspartner damals gründete und jetzt seit 6 Jahren alleine führe. Ja, ich habe mir mittlerweile in Bendorf ein Haus gekauft, was ich jetzt auch schon seit 18 Jahren habe, bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin eigentlich gerne Bendorfer, also nicht eigentlich, ich bin gerne Bendorfer. Ich hätte schon die Möglichkeit, ja woanders hinzuziehen, wollte ich nicht. Hier Bendorf ist einfach ein schönes, ruhiges Dorf. Ein großes Lob an die Bürgermeister Herrn Blume und Herrn Zanirato. Die Straßen sind wunderschön ausgebaut, die Fußwege. Also Bendorf ist einfach lebenswert. Aus diesem Grund möchte ich auch Bendorfer Bürgermeister werden. Die einen oder anderen kennen mich. Ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, wenn Mario sein Amt abgibt, würde ich das gerne übernehmen wollen. Na, ich wäre erstmal dafür, einen eingeschlossenen Kinderspielplatz zu bauen. Ja? Warum eingefriedet? Ich sehe das jetzt in Wimmelburg, ich sehe das jetzt in Helbra. Diese Spielplätze, da gibt es Verantwortliche, die auf und zuschließen und da liegen nicht wie in diversen anderen Spielplätzen Spritzen, Glasscherben, Zigarettenkippen. Das hat da nichts zu suchen. Das wäre erstmal ein ganz großes Ziel von mir, hier in Bendorf so einen Spielplatz zu errichten. Wenn es nach mir ginge, gern zentral, sodass das alte und das junge Dorf den gemeinsam besuchen können. Na, warum kam ich da drauf? Die Mütter und Väter erzählten mir, dass ihre Kinder an der Hohle, an den Bahnschienen spielen. Das ist nicht das, was wir wollen. Na, des Weiteren würde ich gerne auch diese Feuerwehr wieder errichten, wieder aufbauen, die Ortsfeuerwehr, die Geräte und die Technik und die Gebäude sind ja alles da. Ich habe auch schon mit den ein oder anderen ehemaligen Kameraden gesprochen, die vielleicht ihr Interesse hätten, den Wehrleiterlehrgang durchzuführen und die Feuerwehr wieder aufleben zu lassen. Wie der Jens schon sagte, warum möchte ich diese Feuerwehr wieder aufleben lassen? Erstens, wenn der Hahn erstmal auf dem Dach ist, ist es zu spät. Ehe Klostermannsfeld da ist, naja. Was man im Dorf hat, hat man im Dorf. Ja. Des Weiteren hat die Feuerwehr damals auch immer schöne Feierlichkeiten gemacht, schöne Veranstaltungen. Ich habe damals auch die Jugendfeuerwehr unterstützt. Leider ist das dann aus gewissen Gründen kaputt gegangen. So, des Weiteren möchte ich auch, wie der Herr Jensch das schon gesagt hat, junge Familien nach Bendorf holen. Junge Familien kriegen wir aber nur nach Bendorf, wenn wir zum Beispiel eine kleine Einkaufsmöglichkeit haben. Also wir bräuchten sowas wie so kleinen Tante-Emma-Laden in Bendorf. Ja? Und wie gesagt, wir bräuchten so Spielplätze. Und dann könnte man damit auch die Zusammenarbeit der gesamten Generationen fördern, ja, jung und alt. Ich habe jetzt mit der Volkssolidarität mit dem neuen Chef telefoniert und habe ihn gefragt, warum der, ich sage es jetzt mal, Seniorentreff hier in Bendorf nicht mehr stattfindet. Da hat er mir gesagt, ja, die zwei leidenden Damen sind leider zu alt, sie wollen das Amt nicht mehr machen. Auch dafür würde ich mich jetzt, also auch darum würde ich mich als neuer Bürgermeister kümmern wollen, dass wir diesen Seniorentreff wieder hinkriegen. Weil wir haben ja gesehen, Corona, man kann sich nirgendwo mehr treffen momentan, ja, und jeder ist so für sich alleine, dass die einen oder anderen haben keinen Familienmitglied, ja, mit dem sie so sprechen können. Ne? So, also wie gesagt, Corona hinterlässt auch seine Spuren. Ansonsten bin ich ja sehr viel, in sehr vielen Zielen mit Herrn Jens Scheinig. Ja?
Was kommt jetzt Neues für Bendorf? Der Herr Jensch hat schon gesagt, es wird jetzt ein Radweg von Hellbrand nach Siviroth geplant, wo auch Bendorf mit eingeschlossen wird. Und die alte Bücherei, wer die noch kennt in der Siedlung vorne, das wird jetzt eine Außenstelle von der Volkshochschule. Dort werden Lehrgänge für Erwachsenen, Jugend und Kinderbildung angeboten. Wer sich da dann Interesse hat, kann sich auch dahin wenden. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, deswegen ist das bei mir so ein bisschen abgehackt und na, zittrig, sage ich mal. Ich würde aber gerne Ihr Bürgermeister für Bendorf werden und würde gerne mit Ihnen gemeinsam alles versuchen umzusetzen, was Sie an mich rantragen oder was unserem Dorf eventuell noch fehlen könnte. Nach der Vorstellungsrunde hatten die Anwesenden Gelegenheit, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Dabei wurden auf faire Weise viele kommunalpolitische Themen diskutiert. Am 27. Januar gab es dann die Kandidatenrunde für Hellbra im Sonnensaal. Auch hier begrüßte Norbert Born die Anwesenden zu Beginn der Veranstaltung, bevor er das Wort für die Vorstellung an die Kandidaten übergab. In diesem Fall traf Amtsinhaber Alfred Böttke als Einzelbewerber auf Gerd Wischkowski von der CDU. Da auch hier die alphabetische Reihenfolge bestimmend war, ging das Wort zunächst an Herrn Böttke. Ja, ich bin der Alfred Böttke. Die meisten, die ihr schon gesagt habt, kennen mich ja. In den vielen Jahren, wo ich hier den Bürgermeister beschäftigt war als Ehrenamtlicher und ich bin 49 geboren, das jeder weiß, ich habe also 72 Jahre auf dem Rücken, das ist aber kein Hindernisgrund, habe einen Verheiratungsstand seit 53 Jahren, habe 4 Kinder, 4 Enkelkinder, habe im Endeffekt meinen Beruf gewählt damals als junger Kerl als Installateur und Klempner. Den Beruf habe ich dann ausgeführt, habe in den 80er Jahren meinen Meisterbrief gemacht und habe am Ende dann das Glück gehabt, dass die Wende kam und dann habe ich auch die Gewerbegenehmigung gekriegt. Und da habe ich von 1990 bis 2020 meinen Betrieb geführt und den habe ich dann geschlossen, aus bestimmten Gründen, die ich ja nicht vortragen möchte, aber damit habe ich dann meine aktive Arbeitszeit beendet mit 70 Jahren und bin aber doch ehrenamtlicher Bürgermeister in Hellbrall. Bin ich seit 1994. Ich habe also die vierte Wahlperiode jetzt, noch 5 Monate, dann läuft die ja aus. Am 1. Juli müsste dann ein neuer oder ich wieder dann kandidieren oder arbeiten. Und in dem Sinne sitzen wir ja auch heute hier, um die Vorbereitung zur Wahl mal auszuloten. Wir haben im Prinzip eine ganze Menge, die wir als Probleme hatten in den letzten Jahren. Ich will nicht im Urschleim anfangen, aber diese Probleme sind eigentlich auch noch nachhaltig, zum Teil was die Finanzlage betrifft. Ich möchte nochmal auf meine Vereinsmitgliedschaft zurückgreifen, und zwar bin ich in 8 Mitgliedern, also in 8 Vereinen tätig. Da geht das los von der Marinekameradschaft Graf Spee hier in Hellbra. Den Neptunbadverein bin ich Mitglied. Ich bin auch beim Kreisbehindertenverband seit 98 Mitglied. Kinderschutzbund ist für mich auch wichtig gewesen, weil das ja auch die Kinder dann im Prinzip auch gut angenommen haben. Im Schmidtschachtverein, der einen sehr guten Erfolg hat, bin ich auch Mitglied seit Jahren. Und SV Wacker Hellbra bin ich seit 92 Mitglied geworden. Den Bad Anna Verein habe ich mit gegründet und der ist uns auch am Herzen gelegen, weil die Bad Anna ist ja nun auch ein ziemlich schönes und auch tolles Ausflugsrevier geworden und war es ja früher immer. In der Feuerwehr war ich nicht aktiv, aber ich bin seit 2005 Vorsitzender des Fördervereins. Gegründet habe ich den in den 90er Jahren mit dem Rudolf Schubert zusammen, da das notwendig war, vereinsmäßig das zu regeln. Der Förderverein Feuerwehr war uns ganz wichtig, allen beiden, und der Rudolf hat ja auch bis zu seiner Erkrankung den Vorsitz gehalten. Danach habe ich das übernommen
und bin bis heute darüber ganz glücklich, dass wir einiges erreichen konnten in der Ausstattung der Feuerwehr, wie zum Beispiel eine Wärmebildkamera. Wir haben einen alten T5 aufbauen lassen und für die Transport von Kindern, dass das alles so zu beigetragen hat, diese, ich sag mal, Unterstützung unserer Freiwilligen Feuerwehr da zu betreiben. Ich bin SPD-Mitglied im Ortsverein seit... Nee, ich war mal rausgeflogen eine Zeit lang, wieder seit 10 Jahren. Ich muss mich fragen, aber Kreisvorsitzender hat mich rausgeschmissen. Ich wusste. Ja. Gut, das würde ich nicht verheimlichen und nicht verschließen, aber ich bin hier angetreten als freier, selbster Mensch, der sich hier wählen lassen will. Wir haben in den zurückliegenden Jahren ziemlich viel Investitionen getätigt in Heilbronn, muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt hier die Liste so sehe, es reicht aber noch nicht. Und das ist eben das Thema, was uns alle berührt und auch die Situation der Finanzlage der Kommunen ist auch nicht das Thema, was eigentlich einen jubeln lässt. Wir haben also viele Dinge geregelt und gemacht, wie zum Beispiel die Grundschule saniert, den Kita saniert, das Mehrgenerationshaus ist uns gelungen, hier vorne auf der Hauptstraße 10. Die neue Feuerwehr war auch ein Glücksfall, dass wir die so ordentlich hingekriegt haben, denn es hat sich ausgezahlt dafür. Den Straßenbau haben wir angefangen, aber wir sind noch nicht am Ende. Das sind so Sachen, die noch saniert werden müssen, in jedem Falle. Und was uns ganz gut gelungen ist, ist die Sanierung des Bad Anna-Geländes, was dieser Kernbereich ist, um die Servicestation drumherum. Das war eine 100%ige Finanzierung als Förderung. Da muss ich sagen, das ist auch gut, kommt gut an bei den Bürgern und soll auch weiter so bleiben. Wir sind auch bemüht, da über Maßnahmen und Förderungen die Verschönerung dort unten weiter vorzunehmen. Zum Beispiel haben wir da in diesem Jahr bei Lotto einen Zuschuss von 90% für eine E-Bike-Ladestation gekriegt. Das soll im Frühjahr errichtet werden. Und da ist es schon eine Attraktivität, weil die meisten Leute steigen auch jetzt langsam um auf E-Bikes. Deshalb haben wir uns das so überlegt. Wir haben die zwei Spielplätze, die wir gebaut haben, in der Westerlötzstraße, um den Schandfleck wegzunehmen. Und der im Park ist natürlich auch ein, ich sag mal, kleiner Highlight. Das sollte eigentlich für die kleineren Kinder von unserer Seite gedacht sein, aber es können auch die Größeren da drin spielen. Und so wollen wir eigentlich auch die weitere Ausstattung dieses Spielplatzes dort im Park vornehmen. Es liegen noch Aufgaben der Verbesserung hier für uns. Wir haben zum Beispiel das Gewerbegebiet, das ist leider um 2 Hektar zugewachsen, wo wir jetzt eigentlich Bewerber haben, wo wir den Umwandlung machen müssen des Waldes. Also wir müssen den Wald, der als Wald bezeichnete Grünfläche mit bewachsenen Bäumen, müssen wir umwandeln und neue Bäume anpflanzen auf eine andere Fläche, um den Wald dann da hinten roden zu können. Das ist so ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, weil ja jeder Investor ist hier ja gefragt und ja, ist auch herzlich willkommen. Das Industriegebiet ist nicht mehr allzu groß, was ich sehe um den Malakoff-Turm. Da gibt es ja auch Entwicklungen und Ideen über den Schmidtschacht und über die thermische Gewinnung von Energie. Das sind aber Dinge, die da meiner Meinung nach noch ein bisschen dauern, ehe die überhaupt umgesetzt sein können, wenn sie denn getragen werden können. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Wir haben die Möglichkeit, auch jetzt den Straßenausbau insofern weiter zu betreiben. Aber was uns ganz gut gelungen ist, ist die Radwegegeschichte. Wir haben also die Förderzusage für den Radweg Helbra-Bendorf, wo Bendorf schon angefangen hat, auf ihren Teil, das sind ihre Markung, kriegen wir die Fördermittel, die sind natürlich nicht wenige, aber 90%. Damit können wir auch diese Brückensanierung machen an der Tankstelle, denn die Brücke ist ein Denkmal und steht unter Denkmalschutz und wir können da nicht einfach eine neue hinsetzen, sondern die muss saniert werden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit eine sehr hohe Kostenfrage. Wir haben weiterhin vor, den B-Plan zu erstellen, dass wir Einfamilienhäuser noch ansiedeln können, denn wir haben bis auf die Hessenhäuser die Fläche, die wir da haben, da sind viele vorgesehen, sind auch schon verkauft, haben wir keine Möglichkeit noch Häuser ansiedeln zu können für junge Leute, das wollen wir aber uns vornehmen. Die Familienhäuser und auch das ehemalige Herkulgelände, das liegt mir auch am Herzen, aber da sind wir ziemlich vor die Wand gelaufen, wir sind nicht weitergekommen, weil im Endeffekt da eine Versteigerung war und dann gab es da einen Blackout, der
Der Stillstand ist da erschienen. Ja, Martin, du hattest mir ja über die Informationen gegeben. In diesem Falle waren wir eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil wir dieses Gebet eigentlich als die mögliche B-Plan-Geschichte sehen. Ich habe jetzt rausgekriegt, dass in Bayern zum Beispiel auch Anträge gestellt werden können für Entkernung und Befreiung von Versiegelungsgelände. Das gibt auch da vom Bund Fördermittel, wo man dann diese enormen Kosten für diese Entwicklung da auch mitfinanzieren könnte. Es ist uns aber leider noch nicht weiter sind wir gekommen. Wir versuchen dann in einem anderen Bereich einen Weg zu finden, um Ansiedlung für Einfamilienhäuser dort machen zu können. Ja, der Festplatz unten, weil wir hoffen ja, dass wir in diesem Jahr das Blasmusikfest wieder durchführen können, natürlich nicht mehr hier auf der Kreuzung. Das kriegen wir nicht mehr genehmigt. Also wollen wir den Festplatz an der Kegelbahn etwas verbessern, die Zuwegung und auch die Infrastruktur für Strom, Wasser und Abwasser verbessern. Und das soll in diesem Jahr losgehen. Die Firma hat den Auftrag erhalten und wird dann auch dementsprechend die witterungsbedingt anfangen wollen, im März wahrscheinlich. Die Servicestation beim anderen Gelände und E-Bike hatte ich Ihnen schon gesagt. Ich habe nochmal ein paar Stichpunkte gemacht. Was noch wichtig ist, und da ist ja der Mario Zanirado heute hier, war uns immer ein Anliegen über die Jahre dieser Radwegverbindung zwischen Helbra, Alsdorf und Sibirode, führt über Gemarkung Bendorf, über Gemarkung Alsdorf und Gemarkung Sibirode um. Die Gemeinden haben sich bereit erklärt, gemeinsam über die Verwaltung, Verbandsgemeinde, diesen die umzusetzen mit allen Vorbereitungen, Ausschreibungen und so weiter. Und wir hoffen und wünschen uns, dass das in den nächsten, diesen und nächsten Jahr auch passieren kann. Denn diese Geschichte trägt dazu bei, die Fahrradfahrer zu schützen, weil auf Straßen ist es heute ziemlich gefährlich geworden. Ja, das Vereinsleben in Helbra ist eigentlich ganz gut aktiv gewesen. Ausnahme ist natürlich die Corona-Zeit hier. Und wir haben eigentlich eine ganze Menge von Vereinen und wir konnten auch in letztes Jahr und vorletztes Jahr die Vereine unterstützen. Da war zum Beispiel SV Wacker Helbra hat ja diesen Kunstrasenplatz errichtet. Da haben wir uns mit beteiligt als Standortgemeinde, wie der Landkreis und so weiter auch. Und der Reit- und Fahrverein hat auch eine Unterstützung gekriegt für die Anschaffung eines Rasenmähers, den sie brauchen. Die Kegelbahn unten hat eine neue Heizungsanlage gekriegt. Das sind so Sachen, die eigentlich das Vereinsleben ein bisschen fördern und auch ein bisschen positiv stimmen. Natürlich kommen viele andere Vereine, die in Helbra sind, auch und möchten gerne noch unterstützt werden. Das werden wir dann irgendwie auch mal regeln in der kommenden Zeit, wie wir da vorgehen wollen, weil die Finanzlage ist sehr knapp. Und ja, ich wünsche uns in den nächsten Jahren, dass die Vereine wieder aufblühen, Zuwachs haben, um dann im Endeffekt das Gemeindeleben zu bereichern. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir gemeinsam Pläne umsetzen, dass die Transparenz, die notwendig ist, wieder richtig nach vorne gehen kann, um den Bürger einzeln mitzunehmen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir dann gemeinsam weiter in Helbra die Verbesserungen vornehmen, die notwendig sind. Vielen Dank. Jetzt hatte Herr Wyczkowski Gelegenheit, sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen. Ja, mein Name ist Wyczkowski Gerd, geboren 1979, in Lutherstadt Eislen, in Helbra aufgewachsen, Kinderkrippe, Kindergarten, muss man eigentlich in der neuen Schule natürlich auch absolviert. Habe dann eine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker hier im Kreis Schneider. Habe diesen Beruf, naja, so ähnlich sage ich einfach mal, 14 Jahre ausgeführt. Ich habe angefangen hinten als ganz normaler Mechaniker, zum Schluss habe ich Kundendienst gemacht, Betreuung von Unfallautos und diese Sachen halt ab hier, wie geht im Auto aus. Ja, was gibt es groß zu sagen? Wie gesagt, erstens möchte ich ja schon mal ein Dankeschön ausrichten an Alfred Oetker, auch wenn ich heute hier stehe, eigentlich als Boxgate, manche bald gesagt, ja, so wollen wir es auch mal nicht ausbauen lassen, sondern ich habe in den letzten zwei Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit Herrn Böttcher gehabt also, und möchte mich auch nochmal dafür recht herzlich bedanken. Ja, was soll ich da groß sagen dazu? Der Werdegang ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mal gesagt, ich möchte was verändern. Verändern hier in Helbra. Ich möchte nach vorne schauen, ich möchte die Leute mitnehmen. Ich bin nicht fehlerfrei. Das ist, glaube ich, auch keiner. Aber wenn ich heute so sehe, die letzten 20 Jahre zurückschaue,
ich habe meinen Meister gemacht, ich habe meinen Pferdewirt gemacht, meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht, wir haben unseren Betrieb aufgebaut. Ich will auch nicht verheimlichen, dass das Geld nicht immer reichlich im Überfluss war, sondern es auch knappe Jahre, ja, mit dem man auch wirtschaften musste und es ging immer weiter. Ja, zwischenzeitlich hatte ich dann leider mal einen Unfall, dadurch ist die Reiterei ein bisschen zurückgestoßen. Ich bin ein bisschen mehr geworden, sportlich nicht mehr ganz attraktiv, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, habe ich parallel vor 20 Jahren, mittlerweile 21 Jahren, einen Reiterfahrverein gegründet hier in Helbra. Aufgrund, dass ich in den vorgehenden Vereinen tätig war und auch immer genau diese Transparenz, die ich so ein bisschen mit meinen Leuten halte, dieses Miteinander vermisst habe. Ja, wir haben das mittlerweile 21 Jahre, wir haben dazu noch einen Förderverein gegründet und wie gesagt, der Reitverein existiert jetzt 21 Jahre, ist ja rückwirkend hier in der Gemeinde, denke ich mal, bekannt durch verschiedene Veranstaltungen. Ob nun das Lichterfest die letzten Jahre war, bevor Corona kam, oder ob das das Reitturnier ist, das Dressurturnier. Ja, verschiedene andere Veranstaltungen, die man gemacht hat, Bart auf die Tür. Sie haben immer ganz gut sind ganz gut angekommen und auch im letzten Jahr haben wir es dann wenigstens geschafft, ein Sommerfest und ein Halloween-Fest zu feiern mit den Kindern. Das kam sehr gut an und ich bin halt immer so der Punkt, ich möchte nach vorne gehen. Wir möchten was machen, wir müssen auch was machen. Die Zeit bleibt nicht stehen, wir treten nach vorne. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir in den ganzen Jahren gemacht haben, dann sage ich rückwirkend, wir haben es geschafft, genau wie hier in der Gemeinde. Und danke, wie gesagt, nochmal an die Gemeinderäte und den Bürgermeister für die letzten, sind ja 28 Jahre jetzt, ja, die der Amtenhaar Boss, die sich gemeinsam durchgezogen hat, weil genau wie bei uns im Reitverein ist jeder nur als Teamplayer. Und nur wenn das Team hinter mir steht, kann ich so eine Veranstaltung durchziehen, so wie jetzt den Bürgermeister, ohne es am Gemeinderat wird es nicht funktionieren. Ja, seit 2010 habe ich zum Beruf gemacht, wie gesagt, nicht mehr aktiv im Autohaus tätig, sondern nur noch im Stall und Landwirtschaft. Habe dann 2018, wo der Einbruch war in der Feuerwehr, mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte mitmachen. Natürlich habe ich da auch viele Fehler gelassen, habe auch viele Fehler gemacht, das ist jetzt nicht abzustreiten. Bin dennoch im aktiven Dienst, bin auch froh, mit meinen Kollegen rauszufahren, da waren heute früh erst wieder draußen. Ist ja nun, denke ich mal, laut und deutlich zu hören gewesen, dass es die Probleme gab. Bin im Vorstand, bin Vorstandsmitglied im Unterhaltungsverband, Wipper weiter, auch aus Interesse raus, trifft ja sehr viele mit der Umlage. Und wenn man dann schon angesprochen wird und in der Verbandsgemeinde tätig ist, möchte man ja auch ein bisschen mitreden können. Ja, Ziele. Das erste ist auf jeden Fall, egal wie man es nimmt, ist es ein Leben für alle Generationen. Ich sage, das stand da auch so drüber, ich möchte es auch ganz kurz erklären. Wir haben unheimlich viele ältere Leute in Helbra. Ja, wir haben, ja, es ist halt, es ist veralteter Ort, bedingt durch diese Geschichte 1990, Abschaltung der Schächte und so weiter. Also haben wir das Problem. Da müssen wir eine Lösung finden, wie wir ortsnah Sachen wie zum Beispiel das Ärzteproblem angehen können. Da gibt es auch einen Lösungsweg dazu. Ich denke mal, das ist machbar. Wir müssen auf jeden Fall, das hat aber Alfred auch schon gesagt, wir haben das gemeinsam im Endeffekt in den Bauausschüssen und in den letzten Sitzungen besprochen, dass wir das Gewerbegebiet hier in Helbhaus aktivieren müssen. Das ist nur über die Gewerbesteuer ist es möglich, unsere Schulden gleich abzubauen. Und das ist ja weit über 8 Millionen, das sollte man nicht ganz vernachlässigen. Ich hoffe, das ist richtig, die Zahl, das ist über 8 Millionen, das kommt, naja, wenn ich die Kredite dazu nehme, sind wir 8 Millionen, die uns fehlen und so offen müssen wir einfach mal drüber reden. Die kommen nicht irgendwo her, die können wir nicht einfach wegnehmen. Ja, Schaffung von Wohnraum, hat mein Vorredner auch schon gesagt, wir wollen einfach diese Schandflächen bestreiten, die machen es viel kürzer. Ja, das muss sein, wir brauchen Platz für junge Familien, wir brauchen Möglichkeiten, Bauflächen kurz zu bekommen. Wir brauchen aber genauso viele Möglichkeiten für junge Leute oder Kinder, Jugendliche, die ihren Spaß, ihre Freizeit gestalten. Wir haben einen Hartplatz hinten, wir haben das Thema angefangen. Das ist leider immer noch nicht weiter und da möchte ich auch gerne angreifen. Wir brauchen Zugpunkte, wo die Kinder hin können. Wir haben ja zum Glück jetzt eine Jugendkoordinatorin, die sich damit beschäftigt. Und der Hartplatz wäre so ein Punkt, wo man es hinzieht. Ja, wo man versucht, eine Skaterbahn, es war ja Anspruch, dass man eine Skaterbahn bauen, ist nur ein Beispiel. Es ist
sind viele Sachen, die man machen kann, ja, ein Sportzentrum überhaupt in dieser Ecke zu installieren. Vielleicht auch mal Anlaufpunkt für die Jugendlichen, die momentan oder am Edeka oben sitzen. Ja, eine Mülltonne hingestellt, das haben wir gemacht. Wir haben es hinbekommen, dass mittlerweile 90% der Müll auch da reinmachen. Aber es ist eben auch ganz oft der Fall, dass Glasflaschen zerschmissen werden, dass Schäden da sind, dass Beschmierungen stattfinden. Und ich denke, wenn wir dann, um da ein bisschen weiter zu gehen, ein Freizeitangebot für die Jugendlichen installieren, und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ich bin da schon dabei, dass die Gemeinde, also die Gemeinde sind wir alle, wir Bürger, nicht der Gemeinderat und auch nicht der Bürgermeister selber, sondern die alle sind eigentlich aufgerufen, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Und da möchte ich Sie gerne mitnehmen, genau in diese Richtung, gemeinsam hier was für die nächste Generation zu tun. Weil es nicht böse, ich meine, ich bin jetzt 43 vor ein paar Tagen geworden, aber ja, ich fühle mich nicht mehr so jung, wenn ich dann so gucke, was bei uns jede Woche an Training da ist. Die hüpfen da rum zwischen 12, 15, 16, ja, dann kommt man sich doch schon ziemlich alt vor. Aber genau für diese Generation wollen wir das errichten. Genau für diese Generation müssen wir nach vorne schauen und wollen da wirklich was installieren, was zukunftsweisend ist. Energietechnisch hat man auch schon gesagt, Schmidtschacht, ich will es jetzt nicht groß ausbauen. Ich denke mal, das ist zukunftsweisend auf jeden Fall, deswegen ist diese Machbarkeitsstudie sehr, sehr wichtig. Aus dieser Machbarkeitsstudie oder aus dieser Geothermie, aus diesem Geothermieprojekt, gehen wir etwas wird, das steht auf dem zweiten Papier. Aber wir müssen sehen, dass wir hier auf dieser Industriebrache, die ringsherum existiert, irgendwas machen, wo wir Energie gewinnen können, wo wir auch Steuern vielleicht wieder zurück in Säcke bekommen, in das Haushaltssäcke. Weil wenn wir das nicht füllen, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir es rausnehmen können. Vereinsarbeit ist, hinaus wie er gesagt hat, es ist finanziell sicherlich im Haushalt knapp. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir für den Furchtplan auch noch über die Stunde noch mehr ausnehmen müssen, sodass eigentlich nichts mehr überbleibt, wenn man ehrlich ist, ist das so. Ja, und dann soll ich natürlich dem Verein helfen. Dann müssen wir natürlich sehen, dass wir in den nächsten Jahren Stück für Stück jedem Verein ein bisschen helfen. Wenn man überlegt, dass rein theoretisch mindestens 30 Vereine und Helper existieren, steht zumindest auf der Seite drauf. Ich weiß, dass der Schachverein zum Beispiel nicht mehr existiert. Also zumindest wüsste ich es jetzt nicht anders. Da gibt es nicht mehr. Aber sonst müssten ja alle anderen da sein, 1929. Sicherlich, wir reden jetzt nicht von irgendeinem parteiischen Verein. Dann nehmen wir die mal noch raus, sind es vielleicht 25. Aber auch diese 25 gehört zur kulturellen Geschichte dazu. Und da müssen wir alle unterstützen. Na, Nahrungsgebiete Bad Anna, Bad Neptun. Bad Neptun unterliegt eigentlich der Verwaltung. Ich sage es eigentlich. Aber es gehört ja grundsätzlich der Gemeinde Helbra. Und wir haben auch ein bisschen die Pflicht als Bürger hier in Helbra, dass das optisch ein bisschen aufgewertet wird. Dass wir es technisch nur über hohe finanzielle Aufwendungen machen können. Darüber haben wir ja schon gesprochen, über verschiedene Systeme. Von Wasserbecken, die schwimmen werden für Kinder und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, da kann man, das kann man sicherlich sich Gedanken machen. Die optische Geschichte, wir leben in einem Ort, der eigentlich sehr schön ist. Dort muss man sagen, es gibt, bis auf die paar Schandflecken, die wir haben, eigentlich einen sehr schönen Ort. Und ich möchte mit Ihnen den Ort weiterentwickeln. Ich fühle mich zwar auch ein bisschen komisch in dieser Situation, weil ich, wie gesagt, mit Herrn Rötti eigentlich sehr gut kann. Möchte es dennoch versuchen, weil ich bin halt, ohne dass es böse klingt, der Meinung, wenn er das Amt verlässt, ist er 80 oder im 80. Lebensjahr. Und neue Leute gibt neue Ideen, andere Wege. Ich werde es vielleicht nicht besser machen können, schon aus finanzieller Sicht, aber anders. Ich möchte andere Wege gehen. Ich möchte Wege gehen, wo wir einfach in Zukunft transparenter sind. Und das sieht vielleicht, würde vielleicht auch schon den Punkt treffen, und fast auch schon den letzten, sollten Sie mir Ihre Stimme geben und sollte ich es wehren, wird es ein Zusammenspiel zwischen dem ersten und zweiten Vorsitzenden nicht mehr so geben. Ich möchte die Fraktion involvieren. Ich möchte mit allen im Gespräch bleiben, dass jeder auf dem Stand ist. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Es kommt manchmal so ein bisschen zu kurz. Ja, es ist einfach so, dass man bestimmte Sachen, vielleicht auch im Verbandsgemeinderat, das ist so ähnlich, dass man einfach da nicht mitgenommen wird. Ja, dass man einfach so für veränderte Tatsachen gestellt wird und wird gesagt, ja, Beschluss. In dem Sinne, danke. Auch in Helbra nutzen die Anwesenden die Gelegenheit zur Diskussion mit den Kandidaten.
Diese beiden Veranstaltungen boten Gelegenheit für die Wählerinnen und Wähler, die Kandidaten zur jeweiligen Bürgermeisterwahl besser kennenzulernen. Entschieden wird am 6. Februar, wer in den 4 Gemeinden in den nächsten 7 Jahren die Geschicke als Bürgermeister mitbestimmen wird.